Wunder der Natur? Das ist das bedeutsamste Fossil der Welt. Das Geheimnis der sagenumwobenen Kreaturen. Drachen, die Erben der Dinosaurier. Jetzt. Drachen. Sie konnten Feuer spucken und fliegen. Sind die Monster der Urzeit Fantasie oder Wirklichkeit? Der Paläontologe Phil Manning sucht nach ihren Spuren. Überall begegnen ihm Legenden und rätselhafte Hinweise. Wir begeben uns auf eine Zeitreise, zurück ins Reich der großen Echsen. Um eine Antwort auf die Frage zu finden, gab es Drachen wirklich? Vor 65 Millionen Jahren schlug ein Meteorit auf unsere Erde ein und zerstörte den Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Wo heute Bauwerke des Menschen in den Himmel ragen, hatte damals eine weltweite Katastrophe ihren Ursprung. Doch einige Urzeitwesen überlebten für mindestens weitere 300.000 Jahre. Unter ihnen vielleicht sogar die berüchtigten Drachen. Wenn es sie je gegeben hat. Der Paläontologe Phil Manning von der Universität Manchester glaubt fest an ihre Existenz und rekonstruiert die Vorzeit, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wie ein Detektiv begibt er sich auf Spurensuche. Ich zerlege den Drachen in seine Einzelteile und stelle die wesentlichen Merkmale zusammen, die einen Drachen ausmachen. Die Zähne, die Krallen, den langen sehnigen Körper und den riesigen Kopf. Anhand dessen bin ich sicher, beweisen zu können, dass die Drachen zu den Dinosauriern gehört haben. Viele Mutmaßungen über das Wesen der Drachen stammen aus der Grauzone der Wissenschaft. Ihre Vorfahren haben unsere Vorfahren gefressen. Theoretisch hätte ein Drache Phosphor oder Kalium selbst produzieren können. Aber es reicht Methan und Sauerstoff. Das ist das bedeutsamste Fossil der Welt. Fest entschlossen, das Rätsel der Drachen zu lösen, fahndet Phil in Europa, Asien und Amerika nach einem Phantom. Ist es möglich, dass sich die Wissenschaft geirrt hat und die Drachenlegenden vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit in sich tragen? Um eine Antwort zu finden, muss Phil Grenzen überschreiten und akzeptieren, dass sich in diesem Bereich der Forschung Mythos und Wahrheit mischen. Phil ist nicht der erste Wissenschaftler, der nach Überresten fliegender Dinosaurier sucht. Aber er hatte immer schon den Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen. Es war der Fund eines Drachenknochens in Frankreich, der meine Leidenschaft für Paläontologie weckte. Ein einziger Knochen bestimmt sein Schicksal. Die Fahndung nach einem unbekannten Flugobjekt aus der Vorzeit. Paris. Hoch über der Stadt zieren Drachen aus Stein die Fassade von Notre Dame. Die geschichtsträchtige Kathedrale inspiriert seit Jahrhunderten zahlreiche Künstler und Gelehrte. Der Naturforscher Georges Cuvier stellte Anfang des 19. Jahrhunderts die Theorie auf, dass weit vor unserer Zeit unbekannte Giganten die Erde regiert haben könnten. Waren auch feuerspeiende Flugreptilien unter ihnen? Georges Cuvier konnte beweisen, dass manche Tierarten ausgestorben waren. Dazu hatte er die Skelette lebender Tiere mit uralten Fossilienfunden verglichen. Also konnte es auch Drachen gegeben haben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals, am Naturkundemuseum in London, kam dem Wissenschaftler Richard Owen die Theorie des Franzosen gerade gelegen. Owen fand heraus, dass die von ihm archivierten Fossilien auffällige Ähnlichkeiten besaßen.
Er fasste sie deshalb in einer Familie zusammen und gab ihr den Namen Dinosaurier. Die Drachen verschwanden im Artendschungel einer Dino-Welt, nicht weiter beachtet. Aus der Kultur und unserem Bewusstsein ließen sich die fliegenden Ungetüme jedoch nicht so leicht verjagen. Die Spurensuche führt Phil nach Berlin. Drachenskulpturen weisen ihm den Weg. Sein Ziel, das Humboldt-Museum mit einer vielversprechenden Sammlung. Hier arbeitet der Dino-Experte David Unwin als Kurator für versteinerte Reptilien. Also das ist das Berliner Exemplar des Archaeopteryx, das bedeutendste Fossil der Welt. Der Archaeopteryx war ein gefiederter Dinosaurier und vermutlich konnte der Urzeitvogel sogar fliegen. Wenn wir nicht die Federn hätten und nur das Skelett, wie in vielen anderen Fällen, könnten wir annehmen, er sei ein ganz normaler Dinosaurier. Nur wegen der gut erhaltenen Federn auf seinen Flügeln können wir wirklich sicher sein, dass dieses Wesen tatsächlich fliegen konnte. Der Archaeopteryx hat viel Ähnlichkeit mit einem Drachen. Er war nur ein bisschen klein. Doch David Unwin hält weitere Überraschungen bereit. Einige der Flugsaurier besitzen eine Flügelspannweite von 12 Metern. Stellen Sie sich mal vor, einer von denen fliegt auf Sie zu, mit seinen riesigen Krallen unter den Flügeln und dem riesigen Maul, das oft mit großen Zähnen besetzt war. Ich denke, wenn etwas wie ein Drache aussieht, dann ein Flugsaurier dieser Größe. Wenn diese Giganten fliegen konnten, warum nicht auch Drachen? Von den fliegenden Reptilien inspiriert, erhebt sich Phil selbst in die Luft. Auf seinem Flug in die USA erinnert er sich an die Legende um den türkischen Märtyrer Georg. Nach dessen mutigem Kampf gegen einen gefährlichen Drachen wurde er heilig gesprochen und ist heute einer von Englands Schutzpatronen. Nach der Legende konnte Georg das gefürchtete Ungeheuer nur bezwingen, wenn er dessen Hals durchstach, den einzig verletzlichen Punkt am Körper des Drachen. Phil stellt sich vor, wie Georgs Kampf geendet haben könnte. Ziemlich klebrig vermutlich, mit einem Bart in Reptilienschleim. Nach seinem Exkurs in die Welt der Mythen befindet sich Phil bereits im Anflug auf den Westen der USA. In Utah will er sein Bild vom Drachen vervollständigen. Nicht weit vom berühmten Grand Canyon entfernt lagern einige der reichsten Fossilienvorkommen der Welt. Der Paläontologe Pete Larson und sein Team sammeln Knochen in dieser Einöde, um das Puzzle der Urzeit zu lösen. Täglich stoßen die Forscher auf neue Überraschungen. Das hier sind die Rückenplatten eines Stegosaurus. Der kleine Kopf und der bullige Körper, gespickt mit mächtigen Rückenplatten, sind die Erkennungsmerkmale des Stegosaurus. Mit etwas Glück werden die Paläontologen eine 9 Meter lange Echse freilegen. In Phils Fantasie beginnen die alten Knochen wieder zu leben. Ein Tier aus Fleisch und Blut entsteht. Doch was auf den ersten Blick ein gewaltiger Drache sein könnte, war in Wirklichkeit ein harmloser Pflanzenfresser. Bei einem lebenden Stegosaurus könnten die Wissenschaftler leicht sehen, wozu die Rückenplatten da waren.
Dienten sie dem Dino zur Temperaturregelung, als Waffe oder einfach nur der Selbstdarstellung? Und wie konnte ein so großes Tier von einem Hirn gesteuert werden, das gerade mal so groß war wie das eines Kätzchens? Wer Antworten auf diese Fragen finden will, muss weiter graben. Auch Phil ist noch nicht fündig geworden. Die Fahndung nach Drachen geht weiter. Sein nächster Halt ist das Fußballstadion der Brigham Young University. Ein merkwürdiger Ort für müde Knochen. Doch es gibt so viele Fossilien in dieser Gegend, dass sie nur im Keller eines Stadions Platz finden. Der Geologe Brooks Britt zeigt uns einen weiteren Giganten. Das ist Torvosaurus, ein Fleischfresser. Seine Oberarmknochen sind ziemlich kräftig und sehr stabil gebaut. Sie sind an der Schulter aufgehängt, an der Scapula. Und es sieht aus wie eine Trompete, oder nicht? Und dieser Knochen ist das Schulterblatt. Genauso wie der hier. Moment, das ging mir zu schnell. Also dieser Knochen, dieses Gelenk und diese Platte ist das gleiche wie hier drüben? Genau, sie sind beide gleich. Hier hängt der eine Oberarmknochen und dort ein anderer. Die Tiere waren jeweils über 30 Meter lang und beide sind in derselben Gegend gefunden worden. Üblicherweise ist der Jäger größer als seine Beute. Doch der Torvosaurus war winzig im Vergleich zu den Dinosauriern, die er fraß. Wir wissen, dass sie diese Tiere jagten, weil wir Bissspuren auf diesen Sauropodenknochen entdeckt haben. Also fraßen sie ihr Fleisch und aus Versehen auch ein paar Knochen. Sauropode-Dinosaurier konnten eine Körperlänge von 40 Metern erreichen. Doch wie haben sich diese Schwertransporter von der Stelle bewegt? Eine der ersten Vermutungen war, dass Sauropoden die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser verbringen mussten, weil sie zu schwer erschienen, um an Land zu gehen. Heute wissen wir, dass die Wirbel zum Beispiel extrem leicht gebaut sind. Sie sind voller Luft, Atemluft aus den Lungen, also sind sie um einiges leichter, als sie aussehen. Der erste Eindruck täuscht. Die größten Dinos waren Leichtgewichte und die kleinen Jäger echte Kraftprotze. Eigenschaften, die auch Drachen nützlich gewesen wären. Aber auch andere Merkmale unterstützen Phils Theorie. Zum Beispiel der schmale, muskulöse Brustkorb, der wie beim Jäger Torvosaurus genug Platz bietet für ein großes, kräftiges und agiles Herz. Dinosaurier, die aufrecht gehen konnten, waren möglicherweise Warmblüter und voller Energie. Aus fossilen Einzelteilen können Paläontologen die Tiere der Urzeit bis ins Detail wiederherstellen. Über 1000 verschiedene Dinoarten sind auf diese Weise bereits auf die Erde zurückgeholt worden. Viele andere warten noch darauf. Der Torvosaurus ist erst 1979 entdeckt worden. Aber Jäger wie er haben weit mehr Spuren hinterlassen als nur ihre Knochen. Pete Larson und der Fossilienforscher Leon Tyson führen Phil an einen Ort, der einst ein Treffpunkt vieler Dinosaurier war. Vor rund 150 Millionen Jahren schlängelte sich hier ein Fluss, in dem sich gigantische Echsen tummelten. Für Dino-Kenner bildet die Uferböschung eine direkte Schnittstelle zum Jura-Zeitalter. Komm hier rauf, dann kann ich es dir besser zeigen. Hier ein Weg von Theropodensauriern. Hier sind der mittlere Zeh und die zwei Seitenzehen. Und hier sind Vogelfußabdrücke, die sich durch das ganze Dinosauriergebiet ziehen. Und hier ist ein Weg von kleinen Therapoden und dort ein anderer.
Und es gibt einen dritten Weg, direkt hier drüben, mit Theropodenabdrücken mittlerer Größe. Deshalb vermuten wir, dass es drei verschiedene Arten von Raubtieren hier gab. Theropoden waren zweibeinige, fleischfressende Dinosaurier und möglicherweise Vorläufer des berühmten T-Rex. Dessen vogelartige, mit Krallen besetzte Pranken passen ideal in Filzdrachenvorstellung. Die Fußabdrücke wirken, als wäre der Riese selbst nur einen Steinwurf entfernt. Für mich ist es ein lebendes Tier. Tote Tiere hinterlassen keine Spuren. Und Phil hat wieder ein Teil mehr für sein Puzzle gefunden. Überall auf der Welt ist der Drache für seine unbändige Stärke bekannt. Im chinesischen Kaiserreich wurde er deshalb zum Symbol für Kraft und Macht. Und jedes Design hatte eine bestimmte Bedeutung. Allein aus der Gestaltung der Krallen können Spezialisten wie Lars Lahmann konkrete Schlüsse ziehen. Wir sehen häufig Drachen, die ihre Krallen ausstrecken. Aber worauf wir normalerweise nicht achten, ist die Anzahl der Krallen. Aber im chinesischen Kaiserreich, also etwa von 2000 vor Christus bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, hätten sie ihren Kopf riskiert, wenn sie ein Drachensymbol mit der falschen Anzahl von Krallen getragen hätten. Längst hat der Drachenkult in China einen eigenen Industriezweig hervorgebracht. Und Feuervögel schmücken fast jede Hausfassade. Der Drache ist zum Symbol für Glück und Zufriedenheit geworden. Ganz anders als in Europa, wo er nach der Legende von Siegfried und anderen Drachentötern ein gefährliches Monster verkörpert. Im mittelalterlichen Europa hinterließ der Drache einen bleibenden Eindruck. Von seiner Gestalt geht etwas Unheimliches aus. Auch das Münster von York in Nordengland wird von Feuerspuckern besetzt. Vielleicht eine Art mittelalterliches Marketing, um Sünder zur Andacht in die Kirche zu bewegen. Das Innere verspricht Schutz vor einer unberechenbaren Geisterwelt. Der Name der Stadt York geht auf die Wikinger zurück, die dort ihre Spuren hinterlassen haben. Die nordischen Eroberer demonstrierten Mut und Stärke, indem sie den Drachen zu ihrer Galionsfigur machten. Aber Europa war auch die Wiege der Drachentöter. Die Wikinger feierten mit Sigurd ihren eigenen Helden. Dabei erzählten sie die gleiche Legende vom Kampf gegen die Bestie wie die Engländer, Deutschen oder Franzosen. Auf der anderen Seite der Erde hat der Drache von jeher ein freundlicheres Gesicht. In Japan sind sogar Städte nach ihm benannt worden. Es scheint paradox, dass Menschen unterschiedlicher Kontinente demselben Urzeitwesen ganz anders begegnen. Doch viel mehr als die Einordnung in Gut und Böse interessiert Phil, ob es Drachen überhaupt gegeben hat. Phil ist auf dem Weg ins Black Hills Institute in South Dakota, wo er seinen alten Freund Pete Larson wieder treffen wird. Phil, ich möchte, dass du unseren T-Rex Stan kennenlernst. Stan ist eines der wenigen so gut erhaltenen Fossilien in dieser Größenordnung. Mit einer Länge von 12 Metern steht das mächtige Tier auf fast 3 Meter hohen Beinen. Lebend dürfte der Riese über 5 Tonnen gewogen haben. Etwa so viel wie ein asiatischer Elefant.
Seine Kiefer waren ausklappbar, um besonders große Fleischbrocken aufnehmen zu können. Wenn dieser Kerl es auf mich abgesehen gehabt hätte, dann hätte er mich gleich in einem Stück verschlungen. Der Tyrannosaurus war ein übermächtiges Tier. Mit seinem großen Kopf und Körper war er auf einen langen, muskulösen Schwanz angewiesen, der ihn als Gegengewicht in der Balance hielt. Auch unserem Drachen könnte ein solcher Schwanz geholfen haben, seinen riesigen Körper im Gleichgewicht zu halten. Ob der Kopf des Drachen ebenso groß war wie der des T-Rex, wissen wir nicht. Aufschluss darüber könnte der Besuch der Fossiliensammlung in Black Hills geben, in der die Räuber der Urzeit ihre Renaissance erleben. Einige der Tyrannosaurier sind so frisch ausgegraben, dass sie noch keine eigenen Namen bekommen haben. Also ich denke, wenn du einen Drachen rekonstruieren willst, kann ich dir einen guten Ansatz liefern. Dieser Dinosaurier heißt Gorgosaurus. Ist eine brandneue, bisher unbeschriebene Art und erinnert sehr an einen Mini-T-Rex. Also wenn ich einen Drachen suchen würde, würde ich hier beginnen. Wenn du diesen Kiefer hier nimmst und du öffnest oder bewegst ihn, kannst du hier hinten erkennen, dass es dort einen interessanten Mechanismus gibt. Es ist fast wie eine Schraube. Der Kiefer wird nicht nur geöffnet, sondern er schraubt sich heraus und bildet damit eine größere Öffnung. Aber der Gorgosaurus verfügt nicht nur über diesen ungewöhnlichen Mechanismus, sondern auch über unbändige Kraft. Das heißt, er kann nicht nur Dinosaurierfleisch durchbeißen, sondern auch mächtige Knochen. Könnte der Gorgosaurus das Vorbild für den Kopf unseres Drachen liefern? Seine gefährlichen Kiefer passen perfekt in unser Bild. Und wenn wir dem Kopf den passenden Körper und einen Schwanz hinzufügen, nimmt unser Drache langsam Gestalt an. Der Drachenkopf war durch die Menschheitsgeschichte hindurch ein Machtsymbol. Bei den Wikingern sollte das Ungeheuer Angst auslösen und Respekt schaffen. Im Glauben der Europäer war der Drache unberechenbar, er schwebte auf riesigen, fledermausartigen Flügeln ein und nahm sich, was er wollte. Wird es Phil gelingen, herauszufinden, wie dieser Gigant wirklich war? Diese wüstenhafte Landschaft des Badlands-Nationalparks wird von nordamerikanischen Indianern als das verbotene Land bezeichnet. Einheimische Legenden erzählen von geflügelten Feuerspuckern, deren Geister diese Gegend angeblich bis heute regieren. Phil lässt sich von der öden Wildnis inspirieren. Nach kurzer Zeit beginnt die Wüste zu leben. Vor 135 Millionen Jahren, in der frühen Kreidezeit, war dies das Jagdgebiet eines teuflischen Raubtiers, des Utah-Raptors. Sechs Meter lang, viermal so schwer wie Phils Jeep. Seine Krallen waren absolut tödlich. Auf seiner Drachensafari legt Phil mehrere tausend Kilometer zurück. Sein nächstes Ziel, Alberta, im Westen Kanadas. Die bizarre Landschaft steckt voller Zeugnisse aus der Vorzeit, die das Tyrrell-Museum katalogisiert.
Don Brinkman ist der leitende Paläontologe. Wer selbst noch keine Ausgrabung erlebt hat, könnte meinen, die Forscher würden sich aufs Überleben in der Wüste vorbereiten. Eine Wüstenexpedition ist keine Luxusreise. Alles, von der Schubkarre bis zum Zahnstocher, muss mitgenommen werden. Diese Steinformationen waren früher ein Flussbett. Heute sind sie umgeben von Buschland. Es kann Wochen dauern, ein Skelett freizulegen. Aber für begeisterte Fossilienjäger wie Kevin Kruger lohnt sich der Aufwand. Ich arbeite auf verschiedenen Gebieten der Paläontologie, wobei es meine Hauptaufgabe ist, die Tiere in Einzelteilen herauszuholen und sie möglichst vollständig zu bekommen. Das ist schon etwas Besonderes, in einer so hübschen Landschaft zu arbeiten und Dinge zu sehen, die in 70 Millionen Jahren kein anderer gesehen hat. Die Forscher können nicht jeden Tag Neues entdecken, aber heute haben sie Glück. Sie sind auf Überreste eines 10 Meter langen Entenschnabel-Dinosauriers gestoßen. Phil versucht, die Position des Tieres nachzuvollziehen. Ungefähr so muss er liegen, also ist sein Rücken ziemlich tief in diesem Hügel vergraben. Einige der versteinerten Überreste des Entenschnabel-Dinosauriers sind so gut erhalten geblieben, dass sich sein Erscheinungsbild realistisch darstellen lässt. Sogar Hautstücke sind an einigen Stellen gefunden worden. Sie waren rau wie Schmirgelpapier, bedeckt von Schmutz und Beulen. In den meisten Zeichnungen und Skulpturen werden Drachen mit einer schuppigen Oberfläche gezeigt, die der Haut des Entenschnabel-Dinos sehr ähnlich scheint. Angesichts ihres guten Zustands könnten unsere Vorfahren durchaus auf die Idee gekommen sein, die drachenähnlichen Urzeitwesen seien erst vor kurzem gestorben. Wenn wir losziehen, um nach Dinosauriern zu suchen, dann finden wir nicht nur kleine Teile wie Kieferstücke, lange Knochen und Rippen, sondern hin und wieder auch komplett erhaltene Tiere, die meistens direkt an der Oberfläche liegen. Sie brauchen einfach nur hinzugehen und die Knochen aufzusammeln. Also werden die Menschen früher wie heute Skelette gefunden haben, die für Millionen von Jahren auf den Felsen lagen. Und wer würde sich beim Anblick solcher Riesenknochen nicht fragen, ob um die Ecke nicht doch noch ein lebendes Ungeheuer auf Beute lauern könnte? Calgary, im Herzen von Alberta, Kanada. Auf den ersten Blick lässt die moderne Metropole kaum vermuten, dass hier der Glaube an Drachen überlebt hat. Doch einige in der Gegend lebende Indianer wie die Blackfoot pflegen ihre Traditionen und Legenden. Phil will von ihrem Stammesältesten, Reggie Crowshoe, wissen, warum sie in ihrer Vorstellung noch immer Seite an Seite mit feuerspuckenden Giganten leben. Wenn wir über Dinosaurier sprechen, im Zusammenhang mit meiner Kultur, müssen wir die Legende von den Drachen kennen. In unserer abstrakten Vorstellung existiert der Drache bis heute. Und wir haben Beweise für seine Existenz, ob es nun Fußabdrücke von Dinosauriern sind oder Dinosaurierknochen. Und wenn diese Zeugnisse mit unserer Legende zusammentreffen, dann wird etwas Wahres daraus. Deshalb leben die Dinosaurier für uns noch immer. Die Blackfoot nennen ihren Drachen Inishkin. Die älteren Menschen erzählen davon, wie der Inishkin vorbeilief und sie sich hinter einem Felsen verstecken mussten.
Und in dem Moment, als er sie passierte, bebte die Erde. Und durch die Erschütterung wurden sie mehr als 30 Zentimeter hochgeschleudert. Die Legende der Blackfoot könnte von den Knochen des gewaltigen Entenschnabeldinosauriers inspiriert sein. Phils Drache ist anatomisch fast komplett. Aber das Wichtigste fehlt noch: Flügel. Die spektakulärsten Tiere der Urzeit dürften die fliegenden Pterosaurier gewesen sein. Vielleicht können Sie Aufschluss darüber geben, wie der Drache sich in die Luft erhob. Phil erinnert sich an seinen Besuch in Utah, wo Brooks Britt ihn zum ersten Mal mit dem Flugsaurier konfrontierte. Eine lebensgroße Nachbildung von Pteranodon, eine der bekanntesten fliegenden Echsen. Zu erkennen an ihrem langen, spitzen Kopf, der im Flug wie ein Segel funktioniert haben könnte, das die Richtung bestimmte. Alle Knochen dieses Tieres waren hohl und mit Luft gefüllt, damit es leichter abheben konnte. Wie gern würde ich diese Wesen heute noch am Himmel sehen? Ich glaube, es würde das Leben um vieles interessanter machen. Sie waren größer als ein Flugzeug. Flugsaurier sind mit keinem Lebewesen unserer Zeit vergleichbar. Ihr nächster künstlicher Verwandter ist das Ultraleichtflugzeug, das mit einer Konstruktion aus hohlen Aluminiumstangen nicht viel mehr als 400 Kilo wiegt. Einige Flugsaurier waren echte Jumbos mit Flügelspannweiten von 10 Metern und mehr. Die erstaunlichsten Flugakrobaten, die je gelebt haben. Auf ähnlichen Flügeln könnten auch Drachen zu den Wolken geflogen sein. Phil erinnert sich an die mächtigen, am Boden lebenden Sauropoden in Utah. Auch ihre Knochen waren mit Luft gefüllt und trotz ihrer Masse konnten sie aufrecht gehen. Vom aufrechten Gang zum Flug ist es nun nicht mehr weit. Für einen Drachen müssen die Flügel nur groß genug sein. Auch Phil steigt wieder einmal in die Luft, diesmal Richtung Süden und landet in Mittelamerika. Mitten im mexikanischen Dschungel. Hier lebten die Mayas. Chichen Itza. Und Drachen. Die Skulpturen waren vermutlich einem drachenähnlichen Gott gewidmet. Die Legenden erzählen von einem riesigen Himmelsdrachen, der eines Tages die Erde besuchte. Bei seiner Landung bekam er grüne, schillernde Federn. Und aus seinem Gesicht schossen die schrecklichen Kiefer eines Krokodils hervor. Die Inspiration dazu könnte der seltene Vogel Quetzal gegeben haben, der heute Nationaltier des benachbarten Guatemala ist. Falls nicht echte Drachen Vorbild waren. Doch Mexiko ist nicht nur wegen seiner Drachen, sondern auch erdgeschichtlich von Bedeutung. Denn die Tiere der Urzeit wurden auf eine harte Probe gestellt. Das Karibische Meer wirkt sanft und friedlich. Die Halbinsel Yucatan, eines der schönsten Urlaubsziele der Welt.
Kaum vorstellbar, dass hier vor ungefähr 65 Millionen Jahren ein massiver Meteorit einschlug, der einen Großteil allen Lebens auslöschte. Neuere Untersuchungen gehen davon aus, dass einige Dinosaurier die Katastrophe überlebten und noch mindestens 300.000 Jahre weiter existierten. Warum sollten nicht auch Drachen die Verwüstung und den Klimaschock überstanden haben? Zufrieden macht Phil sich auf den Rückweg nach London. In Chinatown wird Neujahr gefeiert. Gute Drachen regieren die Straßen. Phil besucht einen Arzt, der Drachenknochen als Heilmittel verordnet. Sie sollen Kraft spenden, Schlafstörungen beseitigen, die eigene Spiritualität fördern und Ängste besänftigen. Manche dieser alten Wundermittel enthalten angeblich das Knochenmehl echter Drachen. Einen Beweis für deren Existenz bleiben bislang auch die Chinesen schuldig. Aber die Paläontologie ist in der Lage, Licht ins Dunkel der Urzeit zu bringen. Stellen Sie sich vor, am Strand die Knochen von einem riesigen Wal zu finden. Dank der Wissenschaft sehen wir heute, welche Knochen zusammenpassen und können die Anatomie des Tieres komplett verstehen. Aber früher hätten Sie von einem einzigen dieser Knochen ein fürchterliches Seeungeheuer abgeleitet. Die Fantasie hätte sich komplett verselbstständigt. Phil hat es geschafft, die einstige Existenz von Drachen theoretisch zu beweisen. Allerdings fehlt ihm noch ein bedeutendes Element: Feuer. Der Chemiker Matthew Esplandt hat eine Idee. Eine der möglichen Erklärungen in der Geschichte von feuerspuckenden Wesen sind die Gasblasen in den Sümpfen, die sich entzünden können. Also gab es nachts plötzlich Flammen, ohne jeden ersichtlichen Grund. Warum sollten die Menschen sie nicht für das Werk eines Drachen gehalten haben? Um eine Flamme zu erzeugen, benötigen sie drei Dinge: einen Brennstoff, eine Art Sauerstoff und etwas zum Anzünden. Matthew Esplandt demonstriert, wie der feurige Drachenatem in der Natur entstanden sein könnte. Hier haben wir einen Ballon gefüllt mit Ethangas. Und wenn wir eine Flamme darauf richten, bekommen wir einen hübschen großen Feuerball. Angenommen, Sie hätten einen Drachen, der Phosphor oder Kalium produzieren könnte, oder er hätte einen entsprechenden biologischen Katalysator, dann könnten die Chemikalien miteinander reagieren. Methan und Sauerstoff würden ausreichen. Endlich ist Phils Drache perfekt. Es könnte ein Wesen gegeben haben, das alle ihm zugeschriebenen Eigenschaften hatte. Möglicherweise werden eines Tages die Überreste eines echten Drachen gefunden und das rätselhafte Ungeheuer darf auch in der Wissenschaft seinen eigenen Namen tragen. Ein kurzer Ausflug von London nach Edinburgh. Das Nationalmuseum von Schottland kann spektakuläre Durchbrüche in der Dinosaurierforschung verzeichnen. Neue Arten mit überraschenden Eigenschaften. Und Jason Hilton weiß von Vögeln, vor denen niemand sicher war. Die Entdeckung neuer Flugsaurierarten verändert unser Bild von der Urzeit.
Der Name Sinosauropteryx ist vom Drachenflügel abgeleitet. Er wurde so getauft, weil er so ähnlich aussieht wie ein Drache oder zumindest eine frühere Form davon. So gesehen passen die neuesten Fossilienfunde gut zur chinesischen Mythologie. Dies ist wirklich eine erstaunliche Versteinerung. Sie können die dünne Schicht von Federn erkennen, die die Knochen und die Haut bedeckt. Das ist für einen Raubsaurier äußerst ungewöhnlich. Etwas, was man bisher für unglaublich hielt, gefiederte Raubtiere. Doch der Kurator lüftet noch ein beängstigendes Geheimnis. Weil sein Bauch noch erhalten ist, wissen wir, was der Räuber zuletzt gefressen hat. In diesem Fall waren es kleinere Säugetiere. Er hat also tatsächlich etwas gejagt, das in direkter Verbindung zu unseren Vorfahren stand. Die heutigen Vögel waren frühe Dinosaurier und ihre Vorfahren haben unsere Vorfahren gefressen. Dieser kleine schottische Dinovogel könnte den Grund dafür geliefert haben, dass Menschen an Drachen glauben. Bisher ist vermutlich erst 1% aller Arten entdeckt worden, die einst unseren Planeten bevölkerten. Und ständig werden neue Teilchen für das große Puzzle der Urzeit gefunden. Es ist aussichtslos, den Fossilienbestand nach etwas Bestimmtem zu durchsuchen. Sie verlieren in diesem Wust von Dingen schnell die Orientierung und erhalten nur Bruchstücke von Informationen. Aber es kann gut sein, dass sich irgendwo noch ein Wesen verbirgt, das in die Drachentheorie passt. Aber vielleicht wird dieses Tier dann auch Bestandteil eines schon bestehenden Forschungsgebietes und wir bekommen keinen Drachen, aber zumindest drachenähnliche Tiere. Phils Drachenfahndung hat die Urzeitforschung um vieles bereichert. Er hat bewiesen, dass der Glaube an Drachen gar nicht so abwegig ist. Die Hoffnung, irgendwann das Grab des Giganten zu finden, kann in uns weiterleben.